Hallöchen Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Diggis Adventure. Taschenlampen. Ich habe hier auf jeden Fall, lassen wir das nächste Achievement geholt. Nachtschicht. 7500 Erfahrung, 7500 Gold und einen Rubin nehmen wir mit. Und jetzt brauchen wir noch 10 Taschenlampen für 10.000 Erfahrung und 10.000 Gold und 45 Gems. Wir können erst einmal dieses Ding hier kaufen, Pharaos Totenmauer, für 7.000. Dann kann ich das hier wegmachen. Bam, kann 5.265 speichern. Dann können wir hier noch ganz kurz das auswechseln gegen 35, ist wohl das Schlechteste. Und hier machen wir jetzt mit 30. Dann wechseln wir das aus. Zack, sind wir 6.644 bei dem Nachtcamp und 5.265 beim Tagescamp. Ich habe Level 70 erreicht. Kann allerdings den letzten Kochtopf und die letzte Karawane erst ab Skandinavien freischalten, was irgendwie ziemlich doof ist. Aber gut. Ich habe die Challenge 2 weitergemacht. Das ist ja das, was wir machen mussten. Wir klicken mal ganz kurz diesen kleinen Zettel hier an. Das ist nämlich der Hinweis auf die Türen gewesen. Hallo Friedrich, wenn du die Schlüssel zum Lager mit den Ausstellungsstücken suchst, dann schau dich mal bei den Schiffswracks um. Ich glaube, ich habe sie dort beim Saubermachen vergessen. Und es gibt 4 Schiffswracks. Hier können wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich 2 Schlüssel mir besorgt. Mehr brauchen wir nämlich auch gar nicht, weil nur 2 von den ganzen, 2 von den 4 Dingern sind nur die Taschenlampen drin. So, zack, da machen wir hier eins auf und wir kriegen erstmal extrem viel Erfahrung dadurch. Guckt euch das an, wie viel das ist. 1300 Erfahrungen pro Kiste. Und damit haben wir, glaube ich, ein Level Up, würde ich mal sagen. Es ist so heftig, wie viel Erfahrung das bringt. Das ist Wahnsinn. Naja, nicht ganz Level Up. Ich würde mir auch ehrlich gesagt den Rubin mitnehmen für 9000 Energie. Ja, hat leider nicht ganz gereicht. Die Lasagne nehmen wir noch mit. Dann nehmen wir erstmal die Taschenlampen mit. Zack, zack, zack. Weil der Rubin ist eigentlich schon ganz wertvoll. Dafür müssen wir ein wenig 9000 Erfahrung kriege ich. Ich habe sogar fast das Level Up. Muss ich ein wenig futtern und wir werden einfach mal Apfelkuchen futtern, bis wir 9000 Energie haben. 9000 sind es gewesen, ne? Ja, 9000. Nicht, dass ich hier zu viel esse. Apfelkuchen, zack, 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 zack. 9000 Energie ist eine ganze Menge, aber ich glaube, der Rubin ist es wert, muss ich gestehen. Wir gucken mal. Ich meine, ich habe sowieso so viel Energie, das muss ich ja auch einfach mal raushauen. Denn ich glaube, in den normalen Folgen würde ich das eh nie raushauen können. Aber ich will es halt auch gerne speichern. So, 9171. Bäm! Einen Rubin. Und 9000 Erfahrung, gerade mal 10 Münzen. Das ist ja nicht wirklich viel. Was auch noch ganz cool ist, diese Proviantteile. Diese Proviantteile beinhalten hier Dill. Ich habe schon 26 Dill bekommen. Kabeljau und halt anderes Krams. Und ich glaube, die nehme ich auch mit. Hier seht ihr, zack, da ist Dill und ein Kabeljau. Und das nochmal Dill und ein Kabeljau. Ja. Und dann kommen wir hier zum zweiten. Zack. Wir gucken gleich mal, was in den Kisten da drin ist. Ich muss wieder ein bisschen was futtern, denn ich habe keine Energie mehr. Könnt ihr bei den Instant-Lasagne, die wir gefunden haben, essen. Zack, 140. Was ist denn hier so Schönes drin? Bronze und Eisen und viele, viele Münzen. Aber ich glaube, die Kisten mache ich jetzt erstmal nicht auf. So, ich habe wieder was abgebaut. Oh, ich habe es sogar fertig gemacht. Cool. Erstmal noch nicht. Wir haben es anscheinend fertig gemacht. Nachtschicht, ne? 10.000 Erfahrung, 10.000 Gold, 45 Münzen. Bam! Level 71. 4 Gemüsesuppen, 600 Gold, 3050 Energie. Und das Ding ist auch in Gold. Sehr, sehr geil. Und Kabeljau kann man damit in 9.000 Erfahrung zweimal Fischstäbchen. 45 Dill kriege ich als Belohnung dann später. 40 Kupfer gibt es hier. Ich gucke ganz kurz mal, was das Ding an hier Fischstäbchen jeweils 900 Energie. Ist in Ordnung. Ja, und damit haben wir eigentlich die Story erledigt. Ich möchte aber gerne noch, ich habe jetzt ein bisschen Energie, diese ganzen Vorräte hier noch mit. Ich finde die total geil, ehrlich gesagt. Ich werde hier hinten auch noch die Vorräte plündern. Nur hier halt rechts noch. Hier unten haben wir auch noch ordentlich was. Hier überall in den Klos und übrigens Kabeljaus und so weiter drin gewesen.
Schon wieder total ranzig ins Klo reinzupacken, um die Kabel hier rauszuholen. Die Ausstellung der größten Verbrecher der Geschichte ist gerade in der Vorbereitung. Zack, und hier kriegen wir die ganzen Zucker und Holz und was noch alles hier drin ist. Das ist total geil. Diese Vorräte sind einfach Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, wofür ich später den Dill ist jetzt auch fertig, wofür ich später den Dill brauchen kann. Aber wir gucken uns noch ganz kurz hier die museale Herausforderung an, was da in den anderen Räumen noch drin ist. Hier hätte ich auch noch viel Erfahrung, die ich theoretisch mitnehmen könnte. Wir machen mal hier das Ding wieder auf. Oh, mal kein Dill dabei gewesen. Interessant. Ja, hier werden überall noch 1300 Erfahrungen, theoretisch, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Also es ist verlockend, ja. Ein Rohrfisch und da komme ich nicht ran, das ist schade. Ihr seht hier überall Vorräte, hier in die ganzen Boote kann man noch rein. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Energie für raushauen soll. Hier ist natürlich geiles Zeug drin, da kann man natürlich nichts dagegen sagen jetzt. Aber, oh, hier komme ich unten sogar ran. Da ist ja ein Pfeil nur. Dann komme ich ja in der Tat nochmal an 4000 Erfahrungen ran. Bam! Ach, sogar noch mehr. 650, 650 und 80. Ah, es ist schon viel, ne? Es ist schon viel. Und hier haben wir halt nur noch. Okay, jetzt sieht man es nicht mehr. Ein paar Räume, wo halt teilweise auch Taschenlampen drin waren und hier halt noch andere Kram drin ist. Ja, auch Erfahrung. Keine Ahnung. Ich habe ja durchaus noch Zeit. Vielleicht werde ich das dann selber abgrasen später. Alles Relevante. Hier war ich drin gewesen. In einem. Ich glaube, hier war ich noch nicht fertig gewesen. In der Titanic. Da müsste noch ein Schlüssel drin sein. Und hier unten muss auch noch ein Wrack sein. Wo auch noch ein Schlüssel drin ist. Also neben der Wrack hier hast du eins. Da hast du noch eins. Hier unten waren wir gerade drin gewesen. Und da ist überall jeweils ein Schlüssel drin. So. Und da ist das letzte Wrack. Was wir dann theoretisch auch nochmal. Oh, hier ist sogar eine Kiste. Interessant. Das ist eine normale Kiste. Ich würde die schon ganz gerne mal aufmachen. Und so eine Piratenkiste. Ja, schwierig, ne? Wo läuft man jetzt lang? Rechts oder links? Hier hast du so viel Erfahrung. Hier unten, hier hinten hast du halt die Kisten. Schwierig. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall diese Herausforderung später nochmal abgrasen müssen. Und hier hast du halt so, hier ist halt extrem viel Erfahrung drin, ne? Über 1300 Erfahrung pro Kiste. Das sollte man nicht unterschätzen. Und hier hast du auch nochmal ein paar Kisten. Ja. Ich würde ganz gerne die Kisten auch aufmachen hier. Gucken, was hier drin ist. Und da ist, ja, halt auch Bronze und Eisen und halt 400 Münzen. 400 Münzen, ja. Das ist einfach irre viel. Ja, es hat 200 Münzen, ja, auch 230 Münzen, ein bisschen Bronze, ein bisschen Eisen. Also die Herausforderung ist schon ganz praktisch. Ich denke schon, dass ich die später nochmal abgrasen werde und alles Relevante mitnehmen werde. Aber jetzt halt nicht mit euch zusammen, oder? Ich weiß nicht. Ne, ich glaube nicht. Dillbauer. 6000 Erfahrung, 40 Bronze, Eisenerz. Kupfer. Okay, ja, Kupfer. Das nächste ist 3 von 100. Und ja, eigentlich dürfen wir das noch gar nicht abgrasen. Das ist, kommt erst später. Ah, gut. Wir haben das Ding abgeschlossen. Leider, es nervt mich wirklich krass, dass ich hier den Elfenstaubsammler nicht habe. Aber um das hätten machen zu können, da hätten wir einfach damals so viel Energie benutzen müssen. Und da hatte ich einfach keine Energie für gehabt damals. Es ging einfach nicht. In Ordnung. Ich habe ordentlich an Energie rausgehauen. Ich habe jetzt 5 Rubine schon, 6 Amethysten. Also ich bin ganz gut dabei. 53 Dill, 43 Kabeljau, 4 Aale. Und wieder ein bisschen rohen Fisch, den ich dann verarbeiten kann. Das ist sehr gut. Und wir haben Taschenlampen noch, nicht? 25 Taschenlampen. Ich kann mir. Erstmal können wir hier noch einen neuen Slot freischalten. 260 Holz, 140 Stein. Und dann können wir uns dafür noch einmal. Ach, das geht ja gar nicht. Ah, das ist ja scheiße. Da habe ich ja jetzt Mist gebaut. Man kann das ja nur zweimal kaufen. Dann müsste ich die mumifizierte Prinzessin kaufen, 215. Dann müsste ich für einen Dreier-Slot. Haben wir irgendwo einen. Nee, leider nicht. Und das kriege ich jetzt auch nicht mehr auf. Hätte ich vorher aber auch nicht aufbekommen, weil mir der Stein gefehlt hätte. Gut. Das ist ja wirklich ärgerlich. Also ich könnte.
Hier hat man noch einen Zweier.24 haben wir da hinten. Kommen wir hoch hier. Hier ist eins mit 24. Das kommt mal weg. Dann können wir nämlich hier, wir kaufen es einfach mal. Zack. 7500 Gold, 22 Taschenlampen. Bam. Kann ich hier leider nicht benutzen. Noch nicht. Das kommt irgendwann später mal. Ja, das ist ja schade. Gut, dann haben wir jetzt trotzdem noch einen Slot frei. Gucken, was wir jetzt hier noch hinsetzen können. Und was mit hier. Naja, das ist zu breit. Das ist das Einzige, was hier wahrscheinlich geht, weil der Zinnspiegel. Dann platzieren wir ihn hier hin. Hier können wir jetzt bei dem anderen noch. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendeinen Speicher. Ja, hätten wir. Das, was ich hier oben weggenommen habe. Zack, jetzt haben wir hier 6.859 und hier haben wir 5.265. Und ja, sind wir erstmal ganz gut dabei. Gut, meine lieben Freunde, wir machen kurze Pause, sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Machen wir heute den Vateraufgaben weiter. Das Event nachts im Museum haben wir abgeschlossen. Ich werde halt die überschüssige Energie dafür benutzen, die ganzen Herausforderungen noch abzugrasen, was hier Interessantes dabei sein. Ach, hier siehst du, das muss ich auch noch alles abgrasen. Ganz wichtig. Genauso wie die ganzen Kisten und so weiter. Ich werde das auf jeden Fall alles, denke ich mal, abgrasen können. Ich kriege ja ordentlich Energie wieder, 992 pro Stunde. Ich habe noch über 10 Tage Zeit dafür. Das ist schon. Ich habe noch 11 Tage Zeit. Das ist wo wirklich viel Zeit. Wo wir uns dann vielleicht doch nochmal, ja, ein bisschen was holen können. Gut, wir machen in der nächsten Folge weiter mit den Vateraufgaben. Bis dahin, ciao Leute.